Thank you very much for your invitation, and thank you that this is interesting for you, and like maybe like a responsibility you want to raise the voice of population in Afghanistan, and extra for women in Afghanistan. Really, I appreciate. Thank you for that. And after that, I am Dr. Soraya Sobhrang. I am a medical doctor, and also I have another degree in political science and international relationship. I was the deputy minister of MOWA, for women ministry, and also 11 here, I was commissioner of Afghan Independent Human Rights Commission. And after that, I was the executive director of one organization in Afghanistan, which supported by Medica Mundial. And also, I know Medica Mundial from 2002, when I was the deputy minister of Ministry of Women Affairs. They came in Afghanistan and started the office, and also the first, it was under the name of Dr. Umid. They support women, and all they invited doctors, medical doctors from Deutschland, from Germany to Afghanistan, and for 1 month or for 2 months. And after that, and also when I was the commissioner of for Afghan Independent Human Rights Commission, I did one research about self-immolation with Medica Mundiale. When it was like boom in that time, no anybody wanted to talk about the self-immolation, because this is the reason of a lot of description in violation against women. Gut, dann stelle ich mich kurz vor. Ich bin Sibylle Fetzer und ich bin geschäftsführender Vorstand bei Medica Mundiale für Programmarbeit. Und wir haben als Medica Mundiale in Afghanistan in 2002, wie Soraya gerade schon gesagt hat, angefangen mit eigenen Programmen. Und 2010 wurde daraus eine eigenständige Frauenrechtsorganisation, eine eigenständige afghanische Frauenrechtsorganisation, deren Namen wir jetzt im Moment nicht nennen, weil es eben auch noch ehemalige Kolleginnen vor Ort gibt, die gefährdet sind. Genau, und im Grunde über diese 20 Jahre Frauen von der individuellen Ebene unterstützt, also sehr viel psychosoziale Beratung gemacht, Frauen in den Gefängnissen aufgesucht und beraten, Rechtsberatung gemacht, auch Rechtsmediation gemacht, auch Autoritäten, religiöse Autoritäten, Elders und so weiter mit einbezogen in diese Arbeit, und hat Frauen vor Gericht vertreten. Das war sehr innovativ, als wir damit angefangen haben, als damit anfing, ging es vor allem eben um Frauen, die im Gefängnis waren wegen sogenannter moralischer Verbrechen und die sozusagen dann vor Gericht vertreten wurden, damit sie wieder aus dem Gefängnis kamen. Und mit deren Familien dann auch verhandelt wurde, damit sie halt wieder auch gesellschaftlich integriert werden können. Sehr clever haben die Kolleginnen immer wieder also Zugangswege auch zu den Frauen gefunden über Literacy Classes, also über Alphabetisierungskurse, oder ich erinnere mich im Women's Garden in Kabul zum Beispiel, wo Frauen einfach rein durften damals und spazieren gehen, gab es dann einen kleinen versteckten Office, wo sie eben Beratung erhalten haben und sich informieren konnten, was Möglichkeiten sind. Das war so die individuelle Ebene. Was unsere Partnerorganisation dann in den letzten Jahren sehr viel gemacht hat, ist Ausbildung von Ärztinnen an Krankenhäusern, damit die eben erste Ansprechpartnerinnen sind für Frauen, die Gewalt erfahren haben. Also auch die institutionelle Ebene damit eben mit unterstützt, und auch Ausbildung von Richtern und Staatsanwälten, Polizeitrainings, Training für Frauenschutzhäuser. Und dann war auch sehr politisch aktiv. Also sie haben an Gesetzen mitgearbeitet, zum Beispiel das
EVA Law, das Elimination of Violence Against Women Gesetz, eben mit initiiert, ins Leben gerufen und dann eben sich darum gekümmert, dass das auch umgesetzt wurde, sich sehr engagiert gegen Kinderverheiratung oder eben auch für Opfer von Selbstverbrennungen, Selbstverletzungen gearbeitet und eben da eben auch als eine der größten, sage ich mal, Frauenrechtsorganisationen in Afghanistan aktiv gewesen, im Verbund mit anderen Organisationen und das eben über 20 Jahre lang Tausende, Zehntausende von Frauen unterstützt in vielen Provinzen. Und das war eben auch der Grund, warum sie so gefährdet waren, weil sie eben explizit auch als Frauenrechtsorganisation vor Ort tätig waren. After our research, which we did, we looked for very serious issues, which it was very sensitive. For example, for virginity test, this is directly, you know, and this is ignored your human rights of women. We did some research, and after that, a lot of campaign and also advocacy. We did against these issues, and also we drafted one law for that to stop this activity, and this was also accepted by High Court, and so it was very big achievement for us for this Medica Mundial. And also we provide a hotline. The telephone number in 24 hours it was active. All women when they were very far from a city and also under the violence, under the pressure of or threat from Taliban or for family, they call us and our colleagues they answer and also. They give some help with them, and also came to our office, and if they need some lawyer or some psychosocial support in Bahatum, they came. Es war ganz gefährlich, before Taliban also, because all the time, for example, some warlord in another, in village in another place, they were, the women, when they did some violence against them, for example, forced marriage, and child marriage, and rape, and everything. So they don't want to complain about that. To be involved in this process and follow up, and also bring this voice to media and also to court. It was very, very dangerous. And so when Taliban and before the Taliban also, because you know in Afghanistan, women. Didn't have security, not only in Kabul, but not only in province, in Kabul also. Government was very weak, and also a lot of corruption and a lot of warlord and another. Women couldn't complain about that. For example, when we did some divorce when women wanted to be with her husband. When we support her, and after that, we got a lot of threat for that. All our colleagues, our lawyer, our psychosocial doctors also. It was very, very dangerous, but because it was our responsibility and also the goal, the aim of our organization. So we had to do this one.